Und was nehmen Sie für die Bücherdinger? Alles 7 Euro, ich sage. Was kosten die? So eins hat die gar nur 7 Euro. Herzlich willkommen zu einem neuen Flohmarkt-Video. Ich war diese Woche mal wieder unterwegs. Wir haben einiges gefunden und ich würde sagen, wir gehen jetzt auch direkt schon in die Aufnahmen rein. Los geht's. Was genau ist denn das hier? Das ist ein Gamer, ja. Funktioniert. Ist nur bei. Und was soll sowas kosten? 10 Euro. Ja. Wie viel? 10 Euro. 10? Hat ja irgendwo Druck hier und unten, auch mit dem Hand hier. Vielleicht entferne ich nicht. Also für 8 würde ich es mitnehmen. Ach ja, ich schaffe am Morgen. Was sagst du? Okay. Okay. Ich habe das neue Batterie ausgerufen. Allerdings nur so. Oh, ich kenne mich. So viel nicht. Kommst noch? Kabel. Bist du schon da, oder? Oder ein 20er habe ich auch noch. Auf das könnte ich auch noch wechseln. Geht das? Ich habe 10. Kannst du nachher kommen mit 2 Franken nehmen? Ja, machen wir so. Abmachen. Okay. Gut, alles danke klar. Dir. Danke dir erstmal. Ich bin schon da. Ich gehe nicht weg. Oh, dass ich nicht vergesse. Nein, ich sehe dich schon. Ja. Ich sage dir. Okay, dankeschön. Als erstes gab es von mir so einen kleinen Handheld von der Amazing Spider-Man. Man sieht auf jeden Fall, dass er noch funktioniert. Das ist natürlich cool. Sowas findet man eigentlich auch recht selten auf dem Flohmarkt. Ich habe darüber im Netz noch nichts gefunden. Das wird auf jeden Fall erstmal bei mir bleiben. Kann man die mal kurz angucken? Ja, ich habe bloß Kinder. Ach so, da ist nicht die Konsole drin, gell? Deswegen habe ich gerade gemerkt vom Gewicht. Ist auch irgendwo auf. Ah, da. Mal kurz reingucken. Bisschen kalt heute, hä? Ja, sehr viel, ja. Okay. Also Kabel und alles, das Kinect-Kabel, alles sind dabei, fehlt halt nur die Konsole, gell? Genau. Okay. Die ist aber schnell weggegangen, Konsole. Achso, die haben sie einzeln verkauft. Ja, leider. Oh! Und was nehmen Sie für das halt noch jetzt? 15 Franken. 15? Ja. Können wir 10 machen? 12? 12 wäre in Ordnung, ja. Können wir machen. Mhm. Weil ich habe noch eine lose Konsole. Die Größe habe ich zu Hause. Ja. Ist sogar die Gigabyte, die habe ich auf einem anderen Flohmarkt lose gefunden. Okay. Deswegen kann ich die gerade reinmachen. Ich danke vielmals. Dann gab es hier einmal die OVP. Von der Xbox 360 Version mit Kinect. Also das Kinect ist drinne, die ganzen Tütle und die ganzen Kabel sind drinne. Derjenige wollte irgendwie nur die Konsole kaufen. Also der wollte nur die Konsole kaufen, ohne alles andere, und die Frau hat es so verkauft. Ich habe jetzt den Rest hier bekommen für 12 Franken. Das Geile an der ganzen Sache ist, dass ich diese Konsole lose gefunden habe vor ein paar Monaten auf dem Flohmarkt. Das ist sogar die 250 GB Version und die Konsole, und somit konnte ich es jetzt komplizieren. Also 5 das Stück, oder wie? Ab 12, kommt ein paar Bilder. Danke, dass Sie das kurz heben. Boah, ist das kalt, gell? Ja. Ich kann kaum meine Finger heben. Kurz reingucken. Boah, meine Finger. Und was wollen Sie für die 3 haben? Für Willi? Oh, für die ganze die Gruppe, das wird. Für die 3? 15. Wie viel? 15. 15? Ja. Okay, das machen wir. Wow. Dann nehme ich die 3 für 15. Vielen lieben Dank, danke, dass Sie mir das auch gehoben haben kurz. Danke.
An diesem Stand gab es einmal Days Gone für die PS3, GTA 5 als Steelbook. Hier leider nur mit Anleitung. Ich glaube, eine Karte ist auch noch dabei. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Mein Highlight von dem Kauf ist natürlich Monster High 13 Wishes. Das Spiel ist etwas seltener und ist mal richtig cool, sowas zu finden. Kommt natürlich auch komplett und im sauberen Zustand. Und Wii U finde ich ja eh eigentlich selten auf dem Flohmarkt. Deswegen richtig cool. Hallo, habt ihr auch Videospiele? Aber nur alte. Ja, genau so suche ich. Sie weiß, dass sie etwa alte Videospiele. Ja, Xbox. Ja, genau. Und, ich sehe schon, glaube ich, eine Kiste. Ah, da haben sie es ja schon. Boah, ist ja schwer. Sehe schon. Gucken wir mal gerade rein. Boah, ist das kalt. Schon ein bisschen kalt heute, gell? Ja, schon ein bisschen. Was nehmen Sie denn für die Spiele? Was nehmen wir für die Spiele? 4 Franken pro Stück. Die NES wäre noch interessant. Okay. Und was nehmen Sie für die Bücherdinger? Alles sieben, okay, ich sag. Was kosten die? Das hätte ich gerne noch 7 Franken. 7. Gut. Zack. 1, 2, 3, 4. Liebe Franke, hat sie gesagt. Sind die auf Deutsch, oder? Ja. 1, 2, 3. Kriegen wir für die 24er hin. Das sind 4 Stück? Ja. Dann haben sie schon mal was Schweres weg und haben mich glücklicher gemacht. 24. 22? Ich bin froh, wenn ich sie. Sekunde. Wenn ich sie mal loswerde. Kann ich es ganz kurz hingeben? Ja, unbedingt. Ah, und übrigens. Da haben sie so eine. Tada. 25. Ja. Einmal. Schön. Dankeschön. Und die NES. Mal kurz angucken hier. Also ist nur lose, gell? Also ohne alles, haben sie gesagt. Controller. Und was wollen Sie für das mit dem Controller? Also ohne Kabel? 60 Franken. 60? Ja. Das wäre mir zu teuer, aber vielleicht kriegen sie es los, denke ich. Ja, ich hoffe, dass ich den Stand wieder reinbekommen würde. Könnte ich die noch kurz bei Ihnen liegen lassen? Ja, solange ich. Ja, ist doch gut. Weil es wird sonst alles zu schwer. Was haben wir denn hier? Was nehmen Sie für die Filme? So ein Steelcase. Okay. Habe ich schon. Ja. Mal natürlich auch schon selber dabei. Die ist nur mit Controller. Hätte ich gerne noch 16 Franken. Nur Controller. Ach, ja, eins. Keine Ladegeräte. Nur Ladekabel.
Ist das an, per Zufall? Ah, genau, was möchten Sie dafür? 50 Schauer. Ist ganz neu. Ja. 49. 15 Franken. 15? Wir drei, das ist absolut. Das kriegen Sie bestimmt auf jeden Fall los. Können wir für die drei einen Fünfer machen? Ja, ist gut. Erst mal kurz reingucken, ob Sie da sind. Ja, das ist eine gute Idee. Können Sie es mir vielleicht gerade auf meinen Stapel vielleicht legen? Ja, 50 ist gut, oder? Das wäre sehr lieb. Also nur Controller, wo sind die anderen? Was nehmen Sie denn für das hier? 10. 10? Nur Controller. Kriegen wir da auch 7 hin, weil ich jetzt schon ein bisschen was gekauft habe. Ja, absolut. Dankeschön. Absolut. Ihr habt noch ein Buchtäschchen, Harry Potter, und ihr habt irgendwo noch ein Necessaire. Was genau? Ein Kulturbeutel. Hier hast du mal die 7. Und für die Spiele, beziehungsweise die Filme, haben wir gesagt. Die hast du mir noch nicht gegeben. Ich habe nur von Büchern. Die habe ich noch nicht gegeben. Steelcase, nein. Okay. Das wusste ich jetzt nicht. Okay. Super. Danke. Soll ich alles stapeln? Ja, wäre sehr lieb. Ah, das war sie. Tschüss. Weißt du mehr? Würdet ihr mir die noch für einen Fünfer mitgeben? Ja. Das war das, was gemeint hast, Schweiger, gell? Oh, die, Ja. Geh euch! Machen noch Zähne drauf. Nee, nur das hier. Einmal. Ich komme dann nachher meine Sachen dann holen. Dankeschön. Was kostet sowas? 2 Franken. Nehmt ihr auch Euro in Scheine? Ja, weil mit Franken bin ich fast pleite, deswegen. Kannst du mir noch 5 Euro geben? Ich habe aber keinen 5, weil ich habe es ein bisschen größer. Was heißt größer? Ui, das ist zu groß. Sorry. Das ist zu groß? Ja, okay. Bis auf 4,10 bin ich gekommen. Nein. Nee. Sonst habe ich keins mehr. Vielen lieben Dank. Die kann ich theoretisch schon hier reinmachen, weil. Ah ja, du kommst einfach. Ja. Dankeschön. Danke auch. Des Weiteren gab es bei der Frau Terminator die Erlösung als Steelbook. District 9 ebenfalls als Steelbook. Und John Rambo Uncut. Wäre geil gewesen, wenn es eine Blu-ray gewesen wäre, aber ist jetzt auch nicht schlimm, dass es eine DVD ist. Selbst innen drin ist ein Bild von ihm, von Sylvester Stallone als Rambo, ist auch richtig cool, da haben sie sich wenigstens noch früher Mühe gegeben. Des Weiteren gab es diese schönen Harry Potter Taschen. Dann gab es natürlich noch dieses Täschle, das war natürlich auch noch dabei von Harry Potter. Hier in den Stitches steht Draco zum Beispiel drin und so weiter. Des Weiteren gab es hier das Lösungsbuch Schwarz und Weiß Edition. Ein weiteres Lösungsbuch Schwarz-Weiß Edition. Pokémon X und Y und von Schwarz und Weiß Pokédex. Ist natürlich richtig cool, wenn man sowas auf dem Flohmarkt findet, also ist eigentlich auch eher selten, dass man hier so richtig schöne, im Top-Zuständen würde ich sogar sagen, hier diese Lösungsbücher findet und alles noch drin ist, sogar noch mit Poster und so. Sowas ist doch was Geiles, oder? Dann gab es natürlich noch diese Pumluft-Cap, 4 Franken. Die sieht richtig cool aus und die werde ich natürlich jetzt, Rest des Videos natürlich aufbehalten. So, und nun geht mal wieder ein Video zu Ende. Ist richtig cool, was ich gefunden habe. Was ich leider verpasst habe, war eine Super Nintendo Mini in OVP und eine PlayStation in OVP, aber die Mini. Beide zusammen für 40 hat ein Kollege von mir geschnappt. Dann hat noch ein älterer Mann einmal für den Pokémon DS Platinum, Pokémon Gold und Pokémon Soul Silver geschnappt für 15. Habe ich gedacht, soll ich jetzt kurz zu ihm hingehen und ihn einen 50er anbieten. Aber der Fehler passiert mir nie wieder, denn heute war wieder ein Flohmarkt. Der wird wahrscheinlich in der nächsten Folge kommen. Da habe ich nämlich diesen Fehler nicht mehr begangen. Und da habe ich jemanden dann privat angesprochen und habe ihm was abgekauft. Das seht ihr dann das nächste Mal. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und bis dann, euer Gamefuchs.